jetzt die dritte Veranstaltung und haben über 800 Gäste. Das ist relativ bemerkenswert, wenn man mal auf andere Veranstaltungen schaut. Also insofern kann man da auch ein bisschen selbstbewusst sein und stolz auch auf diese deutschsprachige Marktdaten-Community. Gerade in einem Markt wie heute, wo regulatorische Anforderungen immer stärker sind, brauchen die Kunden ihre Vendoren, auch ihre Datenlieferanten vor Ort. Und das ist für uns einfach eine Möglichkeit, sich hier auch mal differenzieren zu können. We want like an interaction with the markets and the main player of the markets, our clients, to know exactly, to get more visibility of what we do and to actually to generate business. I mean, we're all there for that. We want business, and so far we've been, you know, quite successful in generating or finalizing discussion and getting more attraction around our offering. Also wir haben sogar Abschlüsse gemacht heute. Das heißt, allein da hat es wirklich gelohnt heute. Und die Gespräche sind immer qualitativ sehr, sehr hochwertig hier. Well, Germany is one of the most important markets for us. And sponsoring DKF, it allows us to come here and meet with our current clients within the German market, as well as new clients. Also für uns ist die Messe deshalb interessant, weil wir alle Leute an einem Platz treffen. Das heißt, anstatt jeden einzelnen Kunden direkt zu besuchen, treffen wir hier unsere Zielgruppe ganz, ganz gezielt und massiv an einem Platz und an einem Tag. Wir sind schon das letzte Jahr von Smarker hier gewesen, haben sehr gute Erfahrungen gemacht, ist einerseits sehr gut besucht von qualitativ sehr guten Teilnehmern, aber auch sehr gut organisiert. Und die Community trifft sich hier, ist unser Kernmarkt und wir können da unsere Lösung sehr gut zeigen. A lot of our clients or our potential clients are here. We're very interested in the German and German-speaking market, and this is an ideal event to come and meet them and hear what they need. Wir treffen sehr, sehr viele Kunden, aber natürlich auch die ganze Branche trifft sich mal. Networking ist angesagt und es macht viel, viel Spaß und bringt aber auch uns wirklich einen großen Schritt weiter. Wir haben das Gefühl, dass jetzt wieder mit den mobilen Geräten, mit dieser Multikanal-Strategie, dass wieder etwas sich da tut und dass die Finanzbranche doch sehr aufpassen muss, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Coming to an event like this is ideal to, you know, to meet new faces and new customers and prospects and to learn a bit more about what they've got in their product portfolios. Gute Gespräche gehabt heute, wieder mal den einen oder anderen neue Idee, auch von anderen Anbietern, die ja teilweise nicht unbedingt unsere Konkurrenten, sondern auch unsere Partner sind, so mitzunehmen und einfach zu gucken, wo gibt es da Schnittmengen und Ideen. Market Data is one of the growing engines of our company and one of the great potential that we see in this year as well as the next years. So definitely, you know, these are the type of audience that we are, you know, would like to see. Gerade für den deutschen Markt ist diese Konferenz sehr gut, weil sie halt große Teilnehmerzahl hat und gute Besucher hat. Wir sind dieses Jahr zum ersten Mal hier auf der Messe vertreten. Für uns war sehr spannend, hier sehr viele Kunden aus der Buy-Side treffen zu können, entweder existierende Kunden, aber natürlich auch neue Kundenverbindungen zu knüpfen. We're not particularly well known at the moment in the German market, so that was one of our priorities for today. Just, you know, talk to people a bit about Golden Source, what we do, and meet some new people. Great turnout. It's good to see that many exhibitors. There's a big push here, it looks like, in terms of the service providers to come and showcase their products and their services. At the same time, the lectures have been interesting. I attended a couple of them myself. Also wir hatten auf jeden Fall sehr viel Andrang hier an unserem Stand, also konnten sehr viele Gespräche führen mit verschiedensten Marktdaten-Teilnehmern und ich denke mal, wir haben auch schon so das ein oder andere Meeting, was wir jetzt aufsetzen konnten, also die Resonanz ist auf jeden Fall sehr positiv. Wir sind präsent in Deutschland, Schweiz, haben auch zum Teil schon gewissen Footprint in Liechtenstein und versuchen in Österreich, macht das durchaus Sinn, hier präsent zu sein, wo all die wesentlichen Entscheider anwesend sind. Das
Wichtigste ist, dass das uns in der Gelegenheit stellt, neue Kunden sowie bestehende Kunden zu treffen, mit denen zu sprechen und über Lösungen zu sprechen und aber auch mit Kollegen aus dem Fachbereich zu sprechen und zu hören, was alles passiert und alles wieder Neuigkeiten zu bekommen. Wir haben das zweimal schon getestet. Also wir waren auch nur mal hier und haben dort praktisch ein Overview gemacht über diese Messe. Ja, und haben jetzt gesagt, also beim dritten Mal möchten wir auf jeden Fall mit einem Stand dabei sein, weil natürlich so viel Potenzial halt hier bei diesem Event ist. Ja. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, die Firma und ihre Leistungen zu präsentieren, auch die Produkte und natürlich auch als Netzwerkveranstaltung, um schlicht und einfach Kollegen, Konkurrenz, aber auch mögliche Kooperationspartner kennenzulernen und sich mal relativ informell aufeinander abzustimmen. Wir führen hier ständig Gespräche, wir haben natürlich im Vorfeld auch bekannte Kunden eingeladen und sehr interessante Leute, sehr interessante Gespräche, also macht sehr viel Sinn, ja. Sehr gutes Networking natürlich auf das eine und das andere ist natürlich auch den Bekanntheitsgrad von der Firma zu erweitern und natürlich auch, um, wie man so schön sagt, auf Neudeutsch Leads zu generieren. Wir haben sehr viele interessante Gespräche geführt und von Abschlüssen können wir natürlich noch nicht reden, aber wir haben sehr viele interessante Kontakte geknüpft und Terminvereinbarungen geschlossen. Wir ziehen ein positives Resümee. Ich habe vorhin mal auch so meine Kollegen aus dem Vertrieb befragt, wie intensiv Gespräche, wie viele Gespräche. Und wir können Stand heute schon ein sehr positives Feedback ziehen, dass sich die Veranstaltung schon mal von der Kontaktrate her für uns gelohnt hat. Und jetzt muss man natürlich in der Folge auch sehen, was daraus noch alles entsteht. Also letztendlich ist es für jeden eine Pflichtveranstaltung in der Branche, weil man hier auch alle Kollegen, alle Kunden trifft. Und ich habe auch schon von vielen gehört, dass sie gleich den Termin fürs nächste Jahr schon geblockt haben. Also das zeigt mir, dass die Leute das in den Kalender aufgenommen haben.